Herzlich willkommen beim Podcast Auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Hallo Jana hier, hast du mal 5 Minuten? Dieser Spruch, hast du mal 5 Minuten, war zu meiner Zeit, wo es WhatsApp noch nicht gab, gängig, weil man dann einfach unvorbereitet bzw. unangemeldet bei jemandem reingeschneit ist, sei es, dass man beim Nachbarn schnell mal geklingelt hat und gefragt hat, hast du mal 5 Minuten? Oder man hat einfach angerufen und gefragt, hast du mal 5 Minuten, weil man was zu erzählen hatte. In der heutigen Zeit empfinde ich diese Spontanität, hast du mal 5 Minuten, als fast ausgestorben, weil die meisten sich ja voranmelden und via WhatsApp oder anderen Nachrichtendiensten nachfragen, wann es denn Zeit ist oder wann die beste Zeit ist, miteinander zu telefonieren. Und ich muss sagen, dass ich schon auch jemand bin, der das gerne im Vorfeld wüsste, weil meine Tage einfach so durchstrukturiert sind, dass da wenig Raum ist, beziehungsweise der Raum, der dann ohne Termin ist, dann wieder für Dinge gedacht ist, die mir so förderlich sind, die ich dann am liebsten auch alleine mache. Und diese Spontanität von wegen, hast du mal 5 Minuten, in meinem Leben wenig Platz findet, obwohl ich es irgendwie ganz nice finde, wenn man so flexibel ist, dass man sagt, ja, komm rein, ich höre dir mal kurz zu. Vielleicht sollte ich über meine Spontanität nochmal nachdenken, aber je älter ich werde, desto sicherer bin ich mir, dass für mich Spontanität gut geplant sein sollte. Aber trotzdem mag ich den Spruch, hast du mal 5 Minuten. Und deswegen gibt es diese Kategorie jetzt, ab jetzt, weil die meisten Folgen, die ich am Sonntag mit dir teile, habe ich dann meistens eine Woche vorher schon vorproduziert und alles schon fertig reingestellt. Und das sind dann so geschlossene Themen, mit denen ich mich, ja, die ich dir erzählen möchte oder mit denen ich mich mit dir austauschen, über die ich mich mit dir austauschen möchte, so. Aber diese hast du mal 5 Minuten sind so Gedankengänge, die mir in der Woche kommen und dann kann ich nicht warten bis zum Wochenende oder ich kann dann auch nicht alles wieder umstrukturieren, weil ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade gemerkt hast, ich liebe so ein bisschen Struktur, deswegen ist diese Kategorie jetzt geboren. Das heißt, dass wenn ich einen Gedankenblitz habe oder eine Frage mich erreicht hat, dass ich einfach mal frage, hast du mal 5 Minuten und wir mal kurz drüber quatschen. Und dann kann jeder wieder so seiner Wege gehen. Ich finde die Idee irgendwie cool, ich glaube. Und hoffe, du auch, weil 5 Minuten irgendwie so haben wir doch immer mal. Und eigentlich ist es ja ganz cool, wenn man sich zwischendrin auch mal hört, obwohl man ja weiß, dass man sich am Wochenende sieht. Also mir geht's immer so. Lange Vorrede, jetzt komme ich eigentlich zum Kern. Hast du mal 5 Minuten? Und zwar habe ich 2 Fragen zur Folge über meine Kunst erhalten. Und ich habe gedacht, vielleicht interessiert dich das, diese Frage, weil du die vielleicht auch hattest. Vielleicht hast du die Fragen auch gar nicht gehabt, aber wenn ich sie jetzt dir erzähle, vielleicht ist da eine Idee bei, die du für dich umsetzen kannst und das für dich irgendwie ganz cool finden, weil ich glaube, solche Fragen müssen eben geteilt werden. Und zwar war eine Frage gewesen, wie ich in den Flow komme, weil ich hatte ja erzählt in der Folge, dass wenn ich gewusst hätte, wohin das mit meiner Kunst geht, ich nicht so absichtslos gemalt hätte, sondern da wahrscheinlich intensiver darüber nachgedacht hatte, welcher Pinselstrich an welcher Stelle oder welche Farbe zu welcher anderen Farbe passen würde. Und dann wurde ich gefragt, wie ich dann wieder in dieses absichtslose Malen oder Kreieren, nenne ich es, reinkomme. Und ich weiß nicht, ob du kreativ unterwegs bist, obwohl ich immer glaube, dass jeder von uns kreativ unterwegs ist, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, es tut einem einfach mal ganz gut weg von diesem, ich will es perfekt machen, dass es anderen schmeckt, gefällt, wie auch immer, ne? Je nachdem, welchem Bereich du jetzt eben unterwegs bist. Also für mich ist es so, dass ich wieder in diesen Ursprung zurückkomme, indem ich zum Beispiel mir eine Leinwand nehme oder auch ein großes Blatt nehme und einfach drauf losmale mit verschiedenen Farben. Und manchmal ist das Blatt einfach nur bunt und ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es befreit ungemein, in Strukturen zu denken und es befreit ungemein, in Formen zu denken und es befreit mich auch, in Vorstellungen zu malen oder zu glauben, ich muss es jetzt in irgendeiner Art und Weise wieder malen, wie ich es schon mal gemalt habe, nur damit es dann im Außen Anklang findet. Also das ist das eine, dass ich dann einfach wild rumexperimentiere mit Farben. Ich mache auch Collagen, dass ich halt auch dann ganze Nachmittage Collagen einfach gestalte für mich selber, die gar nichts mit der Welt zu tun haben, sondern für meine innere Welt im Prinzip da sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich, und da muss ich sagen, habe ich eine Weile gebraucht, ehe ich das so für mich entdecken konnte, dass ich mich mit Musik da wieder hinbringen kann. Also ich liebe Musik und ich war lange, lange, lange Radiohörer. Also ich mochte es einfach, wenn es irgendwie so gedudelt hat. Aber seit ein paar Jahren gibt es das nicht mehr, hier in China sowieso nicht, weil
weil es hier überhaupt gar keinen Radiosender gibt. Also gibt es schon Radiosender, aber das sind ja so chinesische Radiosender und mich jedes Mal so online irgendwo einloggen, da kommt meine Bequemlichkeit durch. Deswegen gibt es wenig oder gab es bisher wenig Musik, die ich einfach so höre, zumal ich auch die Stille mag. Also ich habe da gar kein Problem mit, wenn es den ganzen Tag einfach still um mich rum ist. Aber ich habe festgestellt, im kreativen Prozess ist es gut, sich mit bestimmten Musikeinheiten, Musikrichtungen, Musikliedern, Erinnerungen oder also ne, was man früher gehört hat oder neue Musik zu verbinden und dann über die Musik einfach ins Tun zu kommen. Und das habe ich lange unterschätzt, dass das wirklich eine Riesenkraft hat, diese Musik, die uns einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene erreicht und dahingehend auch beflügeln kann, Dinge zu tun, die wir bis dato getan haben, eben anders zu tun oder neu zu tun oder auch runterzukommen. Also Musik kann ja ganz viel, kann ja powermäßig sein, dass wir nach vorne gehen oder es kann dann ja auch runterholen, dass wir in die Ruhe kommen. Das mache ich auch. Also das ist die Antwort auf die Frage, wie ich eben in dieses absichtslose Tun und Malen, ich wollte Malen und Handeln zusammenziehen, deswegen Mandeln, lustig, wieder komme, dass entweder ich einfach drauf losmale, um da mich zu befreien von Vorgaben in meinem Kopf, beziehungsweise eben auch Musik höre, um da nochmal eine ganz andere Inspiration reinzukriegen. Und ja, und dann gelingt mir das, wieder in dieses absichtslose Kreieren zu kommen. Und daraus entstehen dann schon die Bilder, die mir am besten gefallen, weil so eine Kopie, also man kann ja nicht kopieren, aber eine Kopie ist halt immer eine Kopie, ne? Und da komme ich zu dem zweiten Gedanken, der mich ereilt hat. Und zwar hatte ich auf Instagram mal so eine Story drüber gemacht, während ich im Malprozess war. Und zwar ist mir da bewusst geworden, dass viele, ich verallgemeinere das jetzt mal, am Tun oder an dem Kreieren scheitern oder hängen bleiben, weil sie glauben, das doch, was sie machen, gibt es ja schon. Und ganz ehrlich, ja. Gibt es. Also es gibt die Art von Bilder, die ich mache, es gibt die Art von Collagen, die ich mache. Es gibt sogar von den zwei Büchern, die ich geschrieben habe, inhaltlich weiß ich nicht, wie viele auf dem Markt. Es gibt abgewandelte Formen. Also es gibt welche, die richtig nach oben geschossen sind und ganz viele Exemplare verkauft haben. Und es gibt welche wie mich, die es einfach gibt, weil wir Spaß daran haben, zu schreiben und Bücher zu machen. Also es gibt viele Dinge einfach schon auf dieser Welt. Und ich kann trotzdem sagen, dass alles, was wir trotzdem tun, auch wenn es diese Themen und Bilder und was auch immer schon gibt, wir das ja mit unserer Idee machen, mit unserer Energie machen, mit unserem Mindset machen. Also ich mache ja das, was ich tue, als Jana und nicht als irgendwer anders. Und deswegen ist das, was ich tue, vielleicht eine Kopie von dem, was es schon mal gibt, aber gleichzeitig ist es halt krass einzigartig, so wie dieser Podcast, weil ich ja meine Idee und meine Stimmung damit transportiere und meine Message in die Welt bringe. Und ich habe das Gefühl, dass es viele gibt, die eben an diesem Punkt scheitern, so nach dem Motto, es braucht nicht noch ein Buch oder es braucht nicht noch ein Bild, es braucht nicht noch ein Kochrezept oder noch weiß ich nicht was. Und ich sage, doch, das braucht es alles, weil nur weil du es nachmachst, um erstmal reinzukommen oder um deinen eigenen Stil zu finden, ist es keine Kopie und deswegen nicht weniger wert, sondern es ist genauso viel wert wie das, was du gesehen, gelesen oder gehört hast und du machst es mit deiner Energie und du setzt es für die Leute um, die auf deiner Energie rumspringen mit, weißt du, es ist wie so, als wenn wir alle so im Dancefloor sind und du hast halt deinen Dancefloor und dann kommen halt auch die Leute rein, mit denen du dich connectest und ich glaube, dass man das so verstehen darf einfach, dass alles, was wir tun, auch wenn es das schon tausendmal gibt, trotzdem einzigartig ist, weil wir das ja mit unserer Persönlichkeit fühlen, mit unserer Geschichte, mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, mit unseren Ideen, mit unseren Farben, mit unserer Tonleiter. Und ich wünsche mir einfach, dass halt viele von uns in dem Bereich noch viel mutiger werden und nach außen gehen und ihre Idee mit uns teilen, egal in welchem Bereich das ist, und sich nicht erschrecken lassen, dass es manche Dinge einfach schon so gibt und man dann einfach denkt, naja gut, wenn es das schon gibt, was braucht es mich? Es braucht, glaube ich, jeden von uns, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es braucht jeden von uns, weil das da einfach die Vielfältigkeit darstellt. Und diese zwei Gedanken wollte ich jetzt auf die Schnelle mit dir teilen, weil mir das super wichtig ist, dass du auch von den Antworten profitieren kannst und da vielleicht für dich was draus ziehen kannst, jetzt für den Moment, für deinen Alltag und dich jetzt vielleicht in irgendeiner Ecke, wo du glaubst, dich nicht trauen zu können oder noch einen Schubser brauchst, dass das jetzt der freundliche Hinweis von mir ist.
einfach mal loslegen, einfach mal machen, einfach mal das Leben genießen und einfach mal Dinge ausprobieren, die man schon lange nicht mehr ausprobiert hat. Und ja, das war's, diese kurzen 5 Minuten. Jetzt bin ich auch schon wieder weg und ich wünsche dir einen schönen Tag und schicke sonnige Grüße aus Suzhou.